Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angedacht von EJUS. Heute mit mir, Linda. Wie ihr wisst, stehen wir schwere Zeiten durch. Wir können Freunde und Bekannte nur noch über Skype und FaceTime sehen. Wir müssen Abstand zueinander halten. Wir können unsere Hobbys nicht mehr ausüben, wie zum Beispiel im Chor singen oder im Verein Fußball spielen. Und wir haben das Gefühl, dass unsere Zukunft ein Stück weit zerbricht, weil irgendwelche Veranstaltungen abgesagt werden, zu denen wir gehen wollten. Und so weiter. Und da kam ein Lied in den Sinn, das gut in die Situation passt. Broken von Coldplay. Leadsänger Chris Martin singt darin: Lord, when I'm broken and I'm in need, feel that ocean swallowing me. Head is hanging so sorrowfully. Oh Lord, come shine your light on me. Auf Deutsch: Herr, wenn ich gebrochen bin und Hilfe brauche, wenn es sich anfühlt, als ob ein ganzer Ozean mich verschlucken wird, wenn mein Kopf sorgenvoll hängt, dann Herr, lass dein Licht über mir scheinen. Und ich konnte mich total gut mit dieser Situation identifizieren, denn mir ging es genauso. Ich habe mich ganz oft traurig gefühlt, weil ich mich auf Dinge gefreut habe, die dann abgesagt worden sind, wie ein Konzert, auf das ich gehen wollte. Und wenn dann ganz viele Dinge zusammenkommen, dann fühlt es sich wirklich ein Stück weit an, wie wenn ein Ozean verschlungen wird. Und es geht weiter mit: On that morning, scared and blue, when I'm hungry and thirsty too, send this raindrop down to the sea, oh Lord, come shine your light on me. An dem Morgen, an dem ich sehr, sehr traurig und verängstigt war, als ich hungrig und durstig war, dann Herr, sende dein Licht über mich. Und das Besondere an diesem Lied ist, dass es für die sonst Rockband Coldplay ein Gospel ist. Gospel war die traditionelle Musik, die die Sklaven in den USA gesungen haben, um sich Hoffnung zu machen. Und in der Musik kann man das hören, diese Hoffnung, und die kann jeder verstehen. Und das Lied endet nicht nur mit der Bitte, dass Gott sein Licht senden wird, sondern es geht noch weiter. Oh, shine a light, and I know that in the darkness I'm alright. See, there's no sun rising, but inside I'm free, 'cause the Lord will shine a light for me. Und ich weiß, dass ich in der Dunkelheit okay sein werde. Auch wenn keine Sonne aufgeht, bin ich im Inneren frei. Und der Herr wird sein Licht über mich scheinen lassen. Und das ist eine positive Botschaft, die wir auch in der Bibel finden. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. In Psalm 24. Und auch wenn diese Verbindung vermutlich nicht beabsichtigt war, sie zeigt uns, dass Gott in schweren Zeiten in der Dunkelheit da sein wird und dass er uns immer mit seinem Licht, seiner Liebe und seiner Kraft überschütten wird. Und deswegen kann ich nur sagen, Gott ist immer für uns da, in guten wie in schlechten Zeiten.